Wir sind bereit. Leitet die letzten Bauvorhaben bei Let's Play Winterer Souls. In der letzten Folge haben wir die Karte größtenteils von feindlichen Einheiten gesäubert. Nun bringen wir es zu einem Ende. Die letzte Schlacht wird geschlagen worden. Die letzten Generatoren waren errichtet. Die letzten Systeme des Titane waren online gefahren. Wir sind bereit, dieses Game zu beenden. Voller Sieg in die Heimat zurückzukehren. Zu viele starben bereits. Aus den eisigen Feldern von Lohnfinger. Diese eine Maschine, genannt Titan Dominatus. Zu Deutsch Herrscher. Blam. 3 fertiggestellt. 4 fertiggestellt. General, die Sensoren des Titans funktionieren wieder. Sie zeigen anormale Signale und merkwürdige Xenoenergien an. Was? Dann haben die Elder also die Wahrheit erzählt. Necrons. Ruft alle Männer zusammen! Wenn wir gegen diese widerwärtigen, herzlosen Necrons bestehen wollen, brauchen wir jeden Mann! Necrons. Möge der Imperator uns beistehen! Necrons. Der wandelnde Tod. Wir werden beschossen! Die Frage, was sind Necrons? Necrons sind die Toten. Necrons sind ein uraltes Volk. Eines der ältesten Völker. Wo ist mein Maschinenzieher hin? Ist er jetzt gestorben? Weshalb ist er gestorben? Nun gut, Necrons sind vorzeitliche Wesen eines der ältesten Völker im Universum. Und die größte Angst der Necrons war es stets, in Vergessenheit zu geraten. Sie hatten Angst vor der endgültigen Ausrottung. Aus dem Grund, so das Volk hieß Necrondyr. Und dann kamen die großen Götter der Katan, Erzfeinde des Chaos. Also, so wie es im Imaterium die Chaosgötter gibt, gibt es in dieser Welt die Katan-Götter. Kümmere mich drum. Katan-Götter waren das erste Volk, wenn mich nicht alles täuscht. Das allererste Volk im Universum waren die Katan. Wesen von unglaublicher Macht. Diese Götter hörten das Flehen der Necrontyr und versklavten sie. Die Körper der Necrontyr wandten sich in Stahl und so weiter. Die Waffen des Titans sind online! Endlich! Nun werden wir diesen Necrons die Macht von Terra zeigen! Schützen! Feuert auf diese Monolithen und zerstört sie! Alle Soldaten, schlagt die Necrons zurück! Schickt sie zur Hölle! Wenn ich nur mit dieser Großen hier feuern dürfte! Aber gut. Man kann es sich nicht immer aussuchen. Nun kann ich schön mit diesen Dingern feuern. Sie besitzt einen höchst interessanten Radius. Weiter so, Männer! Ein weiterer Monolith zerstört! Aha. So. Zack. Und
fuck. Also im Grunde geht es nur darum, mit diesen Titanenkanonen nun alle einzigen Monolithen zu zerstören. Ja, hierhin. Ja, hierhin. Denn wenn ich das Ding verliere, dann ist alles aus. Hier kann ich mal herfahren. Das sieht dann so aus. Räumt diesen Titan noch, also diesen Monolithen beinahe komplett auf. Alle Monolithen müssen fallen. Das ist das Ziel. Nun gut. Die Necron-Tür erhörten das Flame. Also. Die Titan stößen das Flehen der Necron-Tür und versklavten durch dieses Flehen dieses arme Volk zu ewigem Leben und dadurch auch zu ewiger Knechtschaft. Weiter so, Männer! Ein weiterer Monolith zerstört! Bada boom! Bada boom! Bada boom! Einer steht noch. Es ist noch einer. Ich muss weiterkämpfen! Gut. So einfach kann es kommen. Und tot. Die Ausgrabungscrew des Titanen trifft mit der Verstärkung ein. Wenn ich ein misstrauischer Mann wäre, würde ich sagen, dass ihr Timing schon fast zu gut ist. Ich habe ihnen gesagt, dass sie warten sollen, bis wir die Necrons zurückgeschlagen haben. Es gab keinen Grund, mehr Männer ins Schlachtgetümmel zu schicken, da die Waffen des Titanen noch nicht funktionsbereit waren. In der Tat. Ihr könnt stolz auf euch sein, General. Eure Männer haben mehr geleistet als andere imperiale Soldaten, die ich kenne. Vielen Dank. Aber unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Es gibt noch verstreute Orks auf Lawn 5. Und wir müssen die Reparaturcrews beschützen, solange sie den Titanen wieder instand setzen. Trotzdem war es eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Selbst mit den Space Marines hätte ich es nicht besser machen können. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Und der Wille des Imperators ist es, dass seine Soldaten mutig und tapfer im Kampf sterben. Das können wir am besten. Wir kämpfen bis zum Tod. Mission erfolgreich. Jawohl. Tja, und da haben wir etwas, das wir bereits kennen. Ich sah mich schon einmal hier in diesem Bildschirm, mit euch an meiner Seite. Wir genossen gemeinsam den Triumph, den wir auf Tartarus feierten. Das ist neu. Im Grunde würde der Blutdämon einfach nur auf das Dach des Panzers springen. Aber so genau möchte man jetzt nicht sein. Hier haben wir noch einmal einen Monolithen. Die Necrons. Wisst ihr was? Über die Necrons erzähle ich dann im nächsten Game mehr. Denn die Necrons kommen auch im nächsten Game als spielbares Volk hinzu. Das wird amüsant. Jawohl. Im Grunde gibt es nun nicht mehr viel zu sagen. Also im nächsten Game spielen wir dann wieder die Blood Ravens. Aus Gründen der Geschichte. Im nächsten Teil kann man dann auch zwischen allen anderen Feinden wählen. Zwischen allen Völkern. Space Marines, Imperiale, Orks, Elder Chaos. Auch zwei neue kommen hinzu. Einerseits die Necrons. Zum anderen das Sternenreich der Tau. Es gab einst
für die Dawn of War Serie einen Ego-Shooter, der hieß Fire Warrior. Liebend gern hätte ich ihn Let's Played, nur leider Gottes ist, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall funktioniert das Spiel nicht mehr auf meinem Computer. Das ist Dreck. Kann man nicht viel machen, ich hätte es gern Let's Played, wegen der Geschichte, da ich dann auch viel über die Tau reden könnte. Aber ich glaube, im nächsten Game haben wir noch genügend Zeit dafür. Und hier sind wir erneut im Intro, also im Titelmenü. Zu fragen heißt zu zweifeln. Jawohl. Hier Armee Designer, kann man schön in pralle Soldaten rumwursteln. Schwarz. Pink. Immer schön. Gut. Und damit. So, hier könnte man auch dann freie Missionen spielen. Talis Khan, schöne Karte. Also hier kann man freie Missionen spielen. Werde ich vielleicht ein paar Specials dazu machen, damit man auch die anderen Völker sehen kann. Werde ich bestimmt machen, vielleicht am Ende, also nach Soulstorm. Und gut, damit sage ich, Feiglinge sterben erneut in Schande. Damit sage ich, bis zu meinem nächsten Let's Play. Let's Play Dark Crusade. Ich freue mich schon. Ich hoffe, dieses Let's Play hat natürlich euch gefallen. War etwas kürzer, waren auch weniger Missionen. Mir wäre allerdings auch nie in den Sinn gekommen, die anderen Völker zu spielen. Das wäre dann zu lang gewesen. Und da ihr sicher heute noch Besseres zu tun habt, sage ich, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und freue mich bereits, euch wiederzusehen bei meinem nächsten Let's Play von Dawn of War. Jawohl. Und sterbt in Schande, ihr Feiglinge.